Wie reife Früchte fallen uns hier die feindlichen Städte in unsere Hände von uns beiden Früchtchen, von Christian und mir. Also ich fühle mich heute wie eine Ananas. Du? Ich fühle mich heute wie eine Banane. So krumm. Ein bisschen krumm, aber auch der Energiespender Deluxe überhaupt, Marathonsportler zum Beispiel oder andere Ausdauersportler, die sich lange Ziele stecken, weitsichtig planen und handeln, sich lange bewegen müssen, die mästen sich zwischendurch mit Bananen. Und ich glaube, das ist optimal für uns. Ich glaube, Bananen sind außerdem noch nützlich, wenn man gerade keine Pistole zur Hand hat und vortäuschen möchte. Dann kann man damit auch eine Bank überfallen. Damit hat Christian sein Studium finanziert. Mit Bananenbanküberfällen. Ganz genau. Oh, jetzt habe ich ein Geheimnis verraten. Ich hoffe, du versuchst mich jetzt nicht mit einer Banane zu erschießen. Na, das ist so lange her. Das ist alles verjährt. Verjährt und vergessen. Worüber hatten wir gerade gesprochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, genau. Kümmern wir uns weiter um die Kriegsführung. Angriff auf Axiom. Wir sind ja eine Runde weiter. Angriff auf die zweite Stadt, die fallen soll, nämlich in unsere Hände. Erneuter Angriff auf Susan Fielding, die weit, weit in der Punkteliste, schaut mal rechts oben, abgehängt wird. Von uns. Wir spielen auf mittlerem Schwierigkeitsgrad, insofern tragen wir die Nase zwar üblicherweise wie bei unseren Let's Plays weit im Himmel, begucken die Wolken mit unserem Köpfchen und rühmen uns, aber wir wissen auch andererseits mit einer kleinen Stimme, die uns ins Ohr flüstert, wie damals bei den Cäsaren, die ihre Triumphzüge gemacht haben. Da stand nämlich immer ein Sklave hinter ihnen auf dem Wagen und er sagte, bedenke, dass du erblich bist. Liebe Zuschauer, falls ihr mitmachen wollt, wir brauchen dringend einen Zuschauer, der sich bei solchen Let's Play-Aufnahmen hinter uns stellt und zum einen die Lorbeerkränze über unsere kahlen Häupter hält und zum anderen genau dies in die Ohren raunt. Falls ihr euch bewerben wollt, nur zu. Vielleicht brauchen wir auch noch jemanden, der Zitate richtig sich merkt und ausspricht. Ein Lateiner eventuell, ein Gebildeten. Bitte legt unbedingt eure Abschlussklausuren oder eure Zertifikate vor. Wir brauchen auf jeden Fall ein großes Latinum von euch. Abitur ist Mindestvoraussetzung. Und auch... Und 2 Jahre Tanzstunde. Definitiv. Angriff. Erstmal aus der Ferne. Genau. Den Gegner stromreif schießen. Das können wir doch am besten. Feige, wie wir sind. Genau, unsere beiden Fernkampfeinheiten, der Kreuzer und das U-Boot, machen da erstmal die Vorbereitung. Paar Raketchen. Sieht man übrigens schön bei diesem U-Boot, fahr mal nah ran. Das hat am vorderen Rumpfteil so 4 Klappen. Ich denke, das sind Raketensilos und die benutzt es bei Landangriffen. Siehst du die, diese 4 Röhren? Die so seitlich abgehen? Nee, nicht diese Stabilisierungsflügel, sondern vorne direkt vor dem Turm diese 4 Deckel. Ach, diese ganz, ganz kleinen Pünktchen, die können wir sehen, aber die werden beim verwaschenden Rendern auf YouTube wahrscheinlich weggematscht. Ach so, da sieht man das U-Boot nur so als ganz grob erkennbare silberne Zigarre. Ich verstehe. Genau. Axiom sturmreif schießen? Gerne. Die machen das ja alleine. Ich hätte gedacht, da ist jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit für unseren Kutter, aber der... Das könnte ja fast schon unser Satellit hier machen, der über unseren Köpfen schwebt. Der könnte ja da fast schon reingehen und den Rest machen. Rein in die Stadt. So sind viel die Ärger. Obwohl der Kampf noch nicht geführt ist, haben die Grenzen sich schon in unserem Sinne verfärbt. Sehr cool. Wie schön. Wir haben gecaptured, nicht nur das Spiel hier, wir nehmen immer noch auf bei 2K Games in München. In München, danke für die Gastgeber, dass sie uns hier so lange ertragen. Wir haben auch was anderes gecaptured, nämlich eine Stadt. Axiom. Fällt dir übrigens auf, wir wurden gar nicht gefragt, ob wir die annektieren, marionettieren oder abfackeln wollen. Das wundert mich jetzt aber auch, es sei denn... Sind da vielleicht Weltwunder drin oder sowas? Dass das deswegen nicht ging? Nö. Nur ein Trockendock, sonst gar nichts. Da fehlt mir im Augenblick jede Erklärung für. Das wird Lena Ebner gewesen sein, die uns sagte, Jungs... Guck mal hier, wir können sogar schon Bauprojekte anwählen. Das liegt an den diplomatischen Boni von Lena Ebner. Ah, jetzt habe ich auf dem... Guck mal hier rechts oben, was ist denn hier mit der... Mit der Unglücklichkeit. Die ist gesunken. Mit der Ungesundheit. Ja gut, die sank eben schon beim Start der Runde, das habe ich schon beobachtet. Die sank von 10 auf 5, weil unsere Pharma-Laborgebäude fertig wurden. Sie ist aber durch diese Stadt auch nicht vergrößert worden und wir haben keinen Widerstand hier. Das verbuchen wir alles darunter, dass die eigentlich sowieso Teil unseres Imperiums sein wollten. Aber ich bin jetzt schon, also das ist zwar sehr schön rollenspielmäßig, aber bist du nicht auch ein bisschen verwundert? Ich wundere mich schon lange über gar nichts mehr. Ich wundere mich schon lange über fast alles. Sollen wir mal kurz unsere Trades uns angucken, ob wir da irgendwas übersehen haben? Lena Ebner, vielleicht hier bei den Persönlichkeitstraits erstmal, steht da irgendwas außer dem kategorischen Imperativ? Nö. Das ist einfach nur ein Vorteil bei diplomatischen Handelsgeschäften. Dann sind wir ehrwürdig und anständig, gelten als respektabel. Bringt uns einfach mehr Kultur, wenn wir Mord und Totschlag begehen.
Und das ist einfach nur, dass wir Wissenschaft bekommen für Agreements. Tja. Wollen wir noch unsere Persönlichkeitstraits, die wir uns ansonsten geholt haben, dazu gucken? Das hier ist klar. Das ist dasselbe, ja, genau. Das ist dasselbe in grün. Das ist auch so diverses Wissenschaftszeugs. Und das sind die Perks hier. Ja, das ist da das, was wir eben angezeigt haben. Ja, also das ist das, daran liegt es nicht. Ich glaube, das verbuchen wir mal als kleinen Fehler. Ja. Ja. Ein Fehler, der uns zum Nutzen gereicht und über den wir deswegen großzügig hinwegblicken und wo wir sagen, lieber Entwickler, Dankeschön. Vielen Dank. Weiter geht es. Also Wir spielen hier eine Preview-Version, sagen wir jedes Mal, kleinere Fehler sind drin und bisweilen auch ein größerer. Also ist ja wie wenn du bei Monopoly auf diese Karte kommst, Bankirrtum zu deinem Gunsten. Monopoly spiele ich grundsätzlich nicht, das Spiel ist mir viel zu brutal. Also wenn ich mir anschaue, was für Schäden Kapitalisten schon in unserer Welt angerichtet haben, wie Konzerne brutal andere Länder unterdrücken, das ist mir einfach zu gewalttätig. Also ich hatte tatsächlich letztens eine sehr gewalttätige Monopoly-Partie, die war allerdings auch mit einem 10-jährigen Mädchen und die war deswegen gewalttätig, weil, es flogen dann nach 20 Minuten sowieso einfach nur die Hotels und die Karten durch die Gegend. Ja, aber du musst aber auch kleine Mädchen, wenn du mit denen Monopoly spielst, auch mal gewinnen lassen. Nicht dann zeigen, deine Überlegenheit ausspielen. Das war nicht das Problem. Die hatte wirklich viel, viel mehr Geld als ich. Oh Gott. Also wir haben Axiomen geketchupt. Die hatte alle 4 Bahnhöfe. Oh. Mhm. Bahnhöfe gibt es in diesem Zukunftsspiel, glaube ich, nicht mehr. Zumindest nicht in den Wasserstädten. Schauen wir mal Axiomen an und können auch gleich die ersten Bauprojekte hier machen. Units, nein, haben wir kein Interesse dran, die mache ich mal weg. Und viele, viele preiswerte Gebäude, von denen wir auch sogar welche kaufen können. Was machen wir denn mit den 895 Credits hier? Die raushauen. Für ein paar Basisgebäude. Ja, für einen Recycler zum Beispiel. Ja. Wir gehen hier auf Purchase. Wir machen das legale Cheat-Menü. Und wir würden die gerne, also auf jeden Fall ein Handels, wie heißt das nicht? Die können wir nicht. Das sind die einzigen, die man nicht bauen kann. Einen Recycler kannst du schon kaufen. Können wir eigentlich das Handelsgebäude auch nicht mit Diplomatiepunkten kaufen? Dafür reicht es auch. Netter nicht. Versuch, aber ich glaube nein. Dafür reicht es auch vorne und hinten echt. Mhm. Dann bauen wir erstmal als Bauauftrag. Entschuldigt bitte, als Bauauftrag mal dieses Trade Depot. Genau, 4 Runden, das ist ja, wahrscheinlich war das hier vorher auch schon drin, aber bei der Eroberung von Städten geht ja ab und zu mal was zu Bruch. Ja, das ist auch der Ausgleich dafür, dass wir die Stadt geschenkt bekommen haben. Mhm. Achso, jetzt wollen wir hier mit Credits, mit Energie kaufen. Recycler, bitte, bitte. Wo haben wir ihn? Alphabetisch geordnet hier, bringt uns. Bringt uns plus 2 Produktion und 1 Futter. Ist gekauft. Mhm. Ich würde gerne vor allem auch hier noch ein bisschen mehr in Gesundheit investieren. Ja, das bringt aber nur begrenzt was, weil diese Stadt noch so klein ist. Also eine Klinik können wir vielleicht uns leisten. Oder vielleicht auch ein Pharmalabor. Oder eine Zellzuchtstation. Cytonursery. Da ist die Klinik. Mhm. 1 plus 1 Wissenschaft und plus 2 Gesundheit ist doch super. Und sollen wir nur mal gucken, wie wir die Nahrung und die oder Kultur steigern? Was ist denn mit dem Relikt der alten Erde? Das kaufen wir doch sonst. Das kaufen wir doch sonst auch immer. Das fehlt hier auch irgendwie. Genau, 140. Da hier bringt uns 3 Kultur, 2 Diplomatiepunkte pro Runde. Wird auch gekauft. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich bin im Schnäppchenrausch. Warte. Heb dir das Geld noch ein bisschen auf. Wir haben ja auch gleich Energie. Weltgeist fertig. Das musst du auch was kaufen. Oh, ja, dann. Puh, beinahe. Habe ich ein Rückgaberecht? Nicht bei Gebäuden. Ich weiß nicht, wie man die zurückgibt. Die kriegst du auch ganz schlecht in den Karton wieder rein. Das ist ja ganz, ganz doof. Jetzt hatte ich mich so aus dem wirklichen Leben daran gewöhnt, dass man sich 5 Dinge zuschicken lässt. 1 behält man, 4 schickt man zurück. Ach, von dir sind immer diese ganzen Zalando-Schuhpakete. Jetzt hast du schon wieder... Würdest du mal bitte diesen Zalando-Werbebutton, den du hier auf dem T-Shirt hast, entfernen? Das ist kein Button im T-Shirt. Das ist... in mein Nervennetzwerk Advertising reinmontiert. Jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt ohne Witz. Ich weiß, meistens, wenn ich ohne Witz sage, kommt dann einer, aber diesmal stimmt es wirklich. Erzähl doch mal, in welchem T-Shirt du gestern gespielt hast und jetzt, es ist jetzt eine Nacht vergangen zwischen den Aufnahmen, wir nehmen bei 2K in München auf, in welchem T-Shirt du heute spielst. Na gut, gestern hatte ich ein T-Shirt an für The Mandate, dieses Sid Meier's Pirates im Weltraum von Euro Video Games oder beziehungsweise von Perihelion Interactive. Das haben wir auf der Gamescom gesehen, gibt es ja auch Videos dazu. Und heute trage ich ein Total War Rome-Shirt mit einem Totenkopf von einer römischen Legion vorne drauf. Also irgendwie habe ich immer die falschen Produkte hier an.
Liebe Zuschauer, wenn ihr eure eigenen Produkte von uns bewerben wollt, ein Spiel, das ihr selbst gemacht habt oder auch nur Grüße ausrichten wollt an die anderen Leute aus dem Abiturjahrgang, ganz preiswert, schickt uns einfach ein Angebot rüber. Pro Werbesekunde ungefähr 50 Euro seid ihr mit dabei. PayPal-Konto und wundert euch nicht, wenn wir dann gelegentlich das Geld einstreichen und keine Werbung zeigen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne in Produkten selbst bezahlen. Also palettenweise Alpenfrischkäse zum Beispiel nehmen wir auch gerne. Oder Produkte von Heckler & Koch sind auch sehr gefragt. Oder wenn ihr zum Beispiel kleinere Geschwister habt, die ihr preisgünstig weggeben wollt. Wir brauchen noch immer ein paar. Nee, Sklaven ist so ein hässliches Wort. Wie heißen immer die Leute, die vor allem schrubben und putzen? Praktikanten. Praktikanten, das war's genau. Produktion wählen. Ja, das war hier, wo unsere Pharma-Labor... Ah nee, das ist die Hauptstadt. Aha. Hauptstadt höchstpersönlich, Lenas Felsen. Mhm. Da habe ich schon einen Plan für nächste Runde. Da möchte ich gerne das Weltwunder... Pardon. Hier ein Hustenanfall für diesen ganzen Zynismus eben. Genau. Ich hätte gerne irgendein Gebäude, was nur eine Runde dauert, bitte. Dann nehmen wir das hier. Das dauert zwei Runden, aber das ist total schön. Ich bin dafür. Das ist so doll. Mhm, das ist wirklich toll. Drei Kultur, drei politisches Kapital plus ein Wissenschaft aus den Handelsrouten. Ja. Dann nehmen wir das sofort und gehen wieder raus. Und wählen nochmal eine Produktion in Lenas Lagune. Ja, hier wurde auch ein Pharmalabor oder irgendwas Ähnliches fertig gebaut. Kostet hier vier Runden, aber bringt doch so viel Kultur und Kapital. Ich würde auch gerne hier wieder zuschlagen. Ja, klar, natürlich. Was bringt das hier? Auch sehr viel Energie. Das ist quasi die Wasserversion des Thoriumreaktors, nur noch besser. Ja, da haben wir aber so viel von. Aber das hier, Kultur und Diplomatiepunkte. Genau, wie wir beide. Wir sind so energiegeladen, aber Kultur fehlt uns irgendwie. Bisweilen. Unser Arbeiter ist unterwegs. Auch zu dieser Phyraxit-Mine. Der hat unterwegs das Koralleneierbett hier repariert, was das fiese Makara uns weggeknapst hat. Und der Kutter hier? Der macht sich mal bereit für die Heimatverteidigung und versucht, den feindlichen Kutter zu versenken. Genau, erstmal einen Schuss mit dem U-Boot. Der kann hier gesehen werden. Dann zieh es einen Schritt weg. Das U-Boot macht natürlich die Taktik tarnen, täuschen und verpieseln. Genau. 24, nicht schlecht. Wenn man zu dicht ranfährt, dann wird man als U-Boot erkannt, weil das Periskop gesichtet wird, mit dem man nach der Riesenschnorchel, mit dem man nach Luft schnappt. Achtung, magst du ein bisschen Klugscheißerei hören? Ja. Wenn man als U-Boot-Fahrer das Periskop ausfährt und dann mit zu hoher Geschwindigkeit fährt, dass das Periskop so eine Wasserfahne hinter sich herzieht, das heißt Feder. Cool. Mhm. Schon wieder was dazugelernt. Kommt alles auf den großen Stapel. Schön klingendes, unnützes Wissen, das ich von Christian Weigel geerbt habe. Aber bitte nicht in die Stadt fahren jetzt mit dem Kanonenboot. Warum? Der kann es nicht verteidigen. Das fügt nichts zur Verteidigungskraft hinzu. Aber er könnte da eventuell... Hat er Lebenspunkte? Nee, der ist voll. Ist voll, dann machen wir einfach hier. Park ihn daneben dran, dass das aufgehalten wird, das Feindboot. Daneben und drohen. Genau. Nee, den jetzt in diesen Außenposten zu fahren, dann würdest du es effektiv neutralisieren, das eigene Boot. So, und der Kutter hier ist unterwegs nach Central, aber dem nicht in Schussreichweite. Nein, wir hatten hier was auf der Festplatte. Rechts unten fuhr doch ein feindlicher amerikanischer Explorer auf dem Meer umher. Ja, natürlich. Wie gut das wird. Da ist er. Da ist er. Feuer frei. Unbewaffnete Forscher angreifen? Links. Nicht. Unbewaffnete Forscher angreifen? Natürlich. Ich denke... Der fehlt noch eine Begründung. Also im Nachhinein, wenn wir dann die Wrackteile durchsuchen, werden wir eventuell die eine oder andere Laserpistole finden, die dabei hatten. Also waren sie doch bewaffnet. Das sehe ich auch so. Mhm. Also im Nachhinein ist man immer klüger. Und wenn wir nichts finden sollten, sind wir um eine Erfahrung reicher. Dann platzieren wir heimlich eine dort. Psst. Ja, das war gut, dass du das so leise gemuschelt hast. Und? Außerdem war das jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der hat uns vorhin ja auch einen Erkunder versenkt. Da ist sie, liebe Zuschauer, die Laserpistole. Hier ein Foto. Ach, das kann ich jetzt leider nicht zeigen. Aber glaubt einfach diesem ehrlichen Augenaufschlag. Könnt ihr auch nicht sehen von mir. Traut einfach meinen süßen Worten, meinen lieblichen Worten, dass dort eine Laserpistole war. Oh, hoppla, jetzt habe ich aus Versehen damit geschossen. Jetzt ist Wasser hier drüber gesprungen. Ja, okay, hatte ich mir entliehen von der kleinen Nichte. War eine Wasserpistole. Sah aber so aus wie eine Laserpistole. Großes Let's Player-Ehrenwort. Ich bin so froh, dass du diese ganzen Ansammlungen von Steckdosen und Netzwerkschächten hier verfehlt hast. Oh ja, sonst würde es jetzt hier zischen und rumpeln. Und das wäre sehr schnell das Ende des Let's Plays. Der Explorer hat ein Ziel vor Augen. Mhm. Das ist zwar Miasma, aber Luft anhalten und durch. Ja, vor allem, wenn es nicht uns beide betrifft, sondern andere. Ein Cruiser?
Ein Kreuzer? Ja, das war der sich mit dem Makara angelegt hatte hier und der jetzt wieder geheilt war. Ich würde gerne mal einen Kreuzer hier in der Nähe unserer drei eigenen Städte behalten, so als Alienabwehr oder als... Schlag vor, wir stellen ihn genau in die Mitte. Genau, da in die Mitte und parken ihn dann dort. Da wird er geparkt gleich in der nächsten Runde. Mhm. Und auf Lenas Felsen nochmal der Versuch, ein Trade Vessel, den wird jetzt, da wechseln wir die Stadt. Genau, wir wechseln die Stadt nach Vanguard, da ist ein Handelsrouten-Slot frei. Und eine Runde weiter, aber vorher natürlich einen Blick nach Susan Fielding. Sie hat eine Infanterieeinheit an Land da stehen, ach wie süß. Ja, große Gefahr, die können aber vom Land auf und schießen, oder? Nein. Können die nicht. Das ist die... In welchem Spiel verwechsel ich das? Das ist die... Du verwechselst das mit einer anderen Einheit. In der Stadt hat sie einen Ranger stehen, eine Fernkampfeinheit. Der kann aufs Wasser schießen. Nee, ich hatte zuletzt irgendein anderes Spiel, da konnte man das. Da konnte man vom... Ich weiß aber nicht mehr welches. Das kommt davon, wenn man so viele Spiele spielt und die wechselt. Wenn man so... Wenn ich jetzt als Let's Player monogam wäre, dann hätte ich diese Problemchen nicht. Dann... Ach du liebe Zeit. Der Hirnriss kennt kein Ende. Weltgeist ist fertig. Noch ein Angebot von Al-Falah, was wir alles an Handelsabkommen mit ihr abschließen, an Diplomatieabkommen mit ihr abschließen könnten. Jetzt kümmern wir uns aber erst um was anderes. Bevor wir hier eine Handelsdingenskirchen machen, wollen wir erstmal von Axiom aus einen kleinen Schuss anbringen. Und natürlich auf die Wassereinheit. Ja, auf die Wassereinheit ist viel besser. Bei dieser Wassereinheit handelt es sich um einen feindlichen Marine, der sich eingeschifft hat. Das hier ist was für eine Einheit auf Seiten des Gegners? Ein Armor? Eine Panzereinheit. Die kann uns auch nicht gefährlich werden, solange sie da an Land steht. Und den Marine, den würde ich gerne mit unserem Kanonenboot Kutter versenken. Und der hier, der Gunner? Der könnte theoretisch schießen, aber der Schaden, den der austeilt, der ist so nichtig. Also lieber mit dem Kanonenboot das Ding hier versenken. Dann kann der Kreuzer nämlich auf eine Landeinheit schießen und das U-Boot auch. Das Kanonenboot steht in der Stadt. Das würde ich da sowieso gerne rausholen. Das heißt, hiermit versenken wir den? Genau. Ziehen wir einmal hier hin, um Platz zu machen. Mhm, gute Idee. Genau, so eine Landtransporteinheit hat natürlich keine Chance gegen eine Wasserkampfeinheit. Mit dem hier können wir noch einmal, wir können nicht schießen. Ja, wir können nur weiter nach Westen ziehen damit. Ich würde gerne, ach, wir ziehen ihn schon mal hier hin. Genau. Dass der nicht schnell genug ist. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Upgrade, das wir uns noch holen können später für den. Vielleicht haben wir da Glück, dass es da irgendwas gibt. Und mit dem schießen wir... Auf den Panzer. Ja, wäre es nicht klüger, auf den hier zu schießen? Können wir auch machen. Weil der kann sich ja wehren gegen uns, Wassereinheiten, der nicht. Mhm, dann machen wir Aber das. Der könnte nachher, wenn wir die Stadt erobert haben, reinziehen. Mhm. Weißt du was, wir ziehen erstmal nur hier hin, der ist ja sehr fix und beschießen dann die Fernkampfeinheit. Ja. So langsam sind wir jetzt auch raus aus der Deckungsreichweite unseres Satelliten. Das heißt, wir könnten uns eventuell überlegen, ob wir den wieder abhängen. Ja, noch wird er hier das U-Boot Ja, dann warten wir noch einen Moment. Genau, weil der kostet ja nur, ich glaube, knapp 1,5 bis 2 Energie pro Runde. Lächerlich. Können wir uns leisten. Das zahlen wir aus der Portokasse. Weltgeist darf jetzt was Schönes bauen. Guck mal, jetzt bist du froh, dass wir noch ein bisschen Energie übrig haben für Weltgeist. Jetzt überlege ich mir aber von Weltgeist aus, das feindliche Schiff bombardieren. Mal, weißt du, warum ich dagegen bin? Warum? Weil uns das keine Erfahrungspunkte bringt. Genau, da sollte lieber unser U-Boot drauf schießen. Was ist denn das hier? Noch ein weiteres Kanonenboot. Dann können wir uns ja doch das erlauben. Müssen wir sogar. Dann können wir ja doch auf die hier schießen. Also Weltgeist schießt, der schafft ihn noch nicht mal. Müssen wir sowieso schießen dann. Gut. Dann holen wir erstmal den hier. Geben wir dem den Rest? Ja, weg ist weg. Was bin ich froh, dass wir diesen Kutter jetzt hierher gezogen haben. Genau. Der Weltgeist ist tatsächlich ein bisschen verwundbar hier gegen die. Die Kutter sind verdammt gefährlich. Wir greifen jetzt den Kutter mit unserem Kutter an. Ja, das geht 0 auf 0 aus. Oh, nee, wir sogar ein bisschen mehr. Wir haben mehr Erfahrung. Er hat 10% Erfahrung, wir haben 20% Erfahrung. Müssen wir nachher noch ein bisschen schwächen. Produktion wählen. In Weltgeist. In Weltgeist selber. Da wird jetzt erst wieder geshoppt. Da wird jetzt erst wieder geshoppt und der Name geändert. Namen ändern wir mal nachher. Erst gehen wir mal shoppen. Mhm. Zum Beispiel den Recycler, den berühmten. Produktion und Futter ist unschlagbar. Sollen wir nicht erstmal das alte Erde-Relikt, das ist so billig? Ja. Jetzt haben wir kein Geld. Jetzt haben wir gerade noch Geld für den Recycler.
Der bringt uns mehr Nahrung, mehr Produktion. Und dann bauen wir natürlich noch... Als allererstes das Handelsdepot. Dass wir da wieder eine Karawane losschicken können. Genau. Gehen wieder raus. Und benennen die Stadt noch um. Weltgeist gefällt mir einfach nicht. Nee, Weltgeist, wir brauchen irgendetwas... Ich habe eine Idee. Erzähl. Lass mich tippen. Du musst noch auf Edit klicken, sonst kann ich nicht. Bitte. Ich bin der Mann an der Maus genau. Und der... Ich habe die Tastatur. Habe ich daneben geklickt. Da ist Edit. Und du musst noch einmal reinklicken, dass ich einen Cursor habe, bitte. So abhängig bist du von mir. Total abhängig. Ja. Dafür kannst du jetzt nicht kontrollieren. Mouse and Mind, unterschiedlich verteilt.